Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röntchen von Ruft. So, wir machen uns mal auf den Weg. Ich habe alles eingemuchtet, was so in meinem Inventar war. Habe sogar schon Essen vorbereitet, aber es köchelt gerade. Und ja, das mit Axt und so reparieren, das mache ich, wenn ich wieder auf dem offenen Meer bin. So. Ja, halt, wir drehen mal in die Richtung ab. So, zack. So, tschüssi, du Insel. Es war sehr viel Spaß, vor allem das mit dem Titan. Soll ich das schon mal einschmelzen? Ich schippe erstmal an dir vorbei, weil ich habe die Befürchtung, dass meine Motoren, wenn ich die ausmache, dass das Schiff dafür sorgt, dass ich wieder nicht reinkrache. Und das möchte ich eigentlich nicht. Oh, der hat da hinten schon wieder weggefressen, ey. Die Sau, die. Ach, ja, oder die Motoren gehen einfach aus. Geht auch. Ja. Ein Halt. Zack. 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 So. Gönn dir. Fällt mir ein, ja. Oh, hallo Alge. Das ist ja schön. Da rutscht einfach so eine Alge an mir vorbei. Ja, hier ist schon wieder so viel Honig, ey. Meine Güte, die Honigproduktion, die hört einfach nicht auf. Es ist ekelhaft, wie viel Honig ich habe. Müsste rein theoretisch Glas gießen. So. Köchelt noch. Quatsch, das war das Falsche. So. Schu. Mach mal den Motor aus, ja? Wir schippern jetzt so weiter. Ich mach den Motor aus, wir schippern erstmal so weiter. Uns jagt doch niemand. Also Brucey vielleicht. So. Gut. Machen wir was für Glasproduktion, für den ganzen Honig. Und da rein. Zack. Und wutsch, wutsch, wutsch. Produziert mal schön. Muss mal gucken, was in den Netzen drin ist, um hier diese Schäden, die er verursacht hat, ein bisschen zu reparieren. Ja. Ja, auf der Seite hat nichts weggefressen. Nicht mal diese hässlichen Dinger, die verquer sind. Jetzt erinnere ich mich dran. Ach, ja, ich erinnere mich. Ach, das war ja mal hässlich hoch 10. Ach so. Müsste rein theoretisch mal ein bisschen Plastik hier aus dem Wasser holen. So. So. Willst du mich veralbern? Ich bin direkt neben dir. Du bist viel. So. Kommt noch so weit, dass mich hier so ein blöder Hai veralbern will, dem er direkt neben mir einfach mal was wegbeißt. Nein, fällt aus wegen ist nicht. Könnte auch die Plastik aus meinem Lager holen, ich weiß, aber. Ach, auf das will ich jetzt nicht zugreifen. Das hier geht doch eigentlich auch schnell. So. Vogelschwarm? Nur die typischen Verdächtigen da oben. Aber es ist gut, dass die da oben bleiben. Das ist sehr gut. Dass die nicht nach unten gehen und hier bei meinem Honig wildern. Da muss ich die nämlich nicht dauernd abernten. Dann geht das einfach so. Und das ist sehr schön. Nein, die bleiben alle. Wegen zwei Vogelscheuchen. Easy. Kaum rede ich von
Da passiert's. Kaum rede ich von. Man darf dieses Spiel nicht loben. Wenn man es lobt, passiert's. Ja, warte mal. Ich muss hier, glaube... oh. Ich muss hier mal ein paar Planken nachlegen. Ich merke gerade... Das ist hier nicht so optimal. Brauche hier mal ein paar Planken. So, her mit euch. Kästchen kann auch gerne kommen. Oh, sogar noch zweites. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Muss mal hier bei meinen Hochöfen ein bisschen nachlegen. Das ist nicht zu fassen. Da kommt die olle fliegende Ratte aus in dem Moment, wo ich anfange, das Spiel zu loben. Dass es so schlau war. Bei zwei Vogelscheuchen dem Spieler ein bisschen unter die Hände zu, unter die Arme zu greifen. Und in dem Moment, da kommen die Viecher. In dem Moment, da kommen die gnadenlos und sagen Hallo. Örtliche Nerverei. So. Wir müssten da miteinander reden. Ja. Das da rein. Ist jetzt. Ja, so viel ist nicht bei rumgekommen, ne? So, aber wir können ja erstmal. So. Ja, siehst du hier. Oh. Herrlichst. Herrlichst, sag ich dir. Schönes Ding. Gefällt mir. Gefällt mir 1A. So darf das bleiben. Das ist so eine kleine Insel. Da werde ich nichts Gutes drauf finden, habe ich das Gefühl. Oh, erstmal neuen Speer, neue Axt. Seil, Bolzen und Schrott und sowas. Natürlich gerade das Grünzeug weggehauen dafür. Wachen. 1, 2. So. So. Rein da. Rein da. Rein da. Gut, Equipment erstmal wieder ein bisschen verbessert. Ich weiß gar nicht, könnte auf so einer Insel eigentlich auch einer sein? Ein Petfreund? Ein Petfreund? Könnte dein Petfreund sein? Wollen wir mal nachschauen? Weil bei den neueren, mittelgroßen Inseln war es ja immer so, da war dann was. Aber die, das ist doch eine kleine. Könnte ich jetzt nach Blaualge gucken im Wasser? Sich da was ergibt. So. Oh, mal ganz kurz Batterie checken. Hier wollte ich ja auch noch mehr hinbauen. Könnte ich auch mal auf dem Weg gleich machen. Du willst mich doch veralbern. Hä? Du lässt dich nicht von der Vogelscheuche abhalten? Willst du mich veralbern? Das geht doch gar nicht. Du musst erst die Vogelscheuche attackieren, bevor du hier mein Grünzeug attackieren kannst. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich, sag ich euch. So. Zack, alles da schön rein. Vogelzeug hier rein. Federn behalte ich mal wegen neuer Pfeile, würde ich sagen.
brauche ich dann noch? 3 Holz und Barren. So. Sehr schön. Gut. Honig hauen wir hinten gleich mal rein. Und das hier wir auch gleich mal versorgen. Gut. Honig haben wir wieder. Ja, jetzt muss ich ja wieder darauf achten. Jetzt muss ich ja wieder auf den Honig achten. Ich dachte, das wäre jetzt so ein selbstlaufendes Ding, aber nein, nein. Jetzt attackieren die blöden Vögel einfach meine Pflanzen, obwohl da eine Vogelscheuche ist. Vielleicht stelle ich noch 2 auf. Ich habe das ganze Gelände mit diesen Dingern zugekleistert, ja. Nur damit die das lassen. Ekelhaften die. So, ich esse mal sowas hier. Ganz ekelhafte. Ah, ganz ekelhafte Viecher. So. Halt, mitgenommen. Die Weißen sind kostbar. So, was kriegen wir? Schrott. Schrott, schlichtweg Schrott. Gar nicht. Nicht nennenswert. Wirklich nicht nennenswert. So, jetzt mache ich mal hier die alte Axt kaputt. Die neue an Dienst beginnen kann. So. Ja, ein Rezept, was ich nicht brauche. Euch nehme ich noch mit. Was soll der Geiz? Euch nehme ich auch mit. Hey, ich bin im Wasser gelandet. Eigentlich gilt im Wasser landen als Fallschadenschutz. Gibt es hier so eine Blaualge? Sieht nicht so aus, ne? Nö. Gut, hat man das geklärt. Sieht nicht so aus. Gehen wir weiter. Gehen wir einfach weiter. Sehr schön. Alles schon eingeschmolzen. Sehr, sehr gut. Ich weiß doch, wie das jetzt hier abläuft. Ich weiß doch, wie das jetzt hier abläuft. Ich bin hier oben. Da höre ich da unten. Mack, 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 mack. Oh. Lass mal wieder hier gerade auslenken. So. Ja. Wir kommen dran vorbei. Darauf kommt es mir an. Wir kommen dran vorbei. Ich höre gar keinen Wack, 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 Wack von da unten. Was ist los? Die Möwengewerkschaft gesagt, lässt das sein? Kann das nicht sein. Never ever. Glaube ich euch nicht. So. Eins von vielen. Erst und so. Ja, tun wir erstmal so rein. Halt. So nicht. Weg damit. Weg damit, weg damit. Bleibt. Ja, ich hör's. Ich wüsste, wo er ist. Auf der anderen Seite. Er ist da hinten. Er ist da hinten, hat's weggenagt. Ekelhafter. Hat sich schon wieder 2 geschnappt. Ganz furchtbar. Ja, ganz furchtbar. Oh, ein Kistchen. Aber die Kistchen sind nicht mehr interessant. Weil ich alle Gegenstände habe, bringt die gar nichts. So. Quatsch. Ich muss doch nur meinen Hammer nutzen. So. Bup. Bup. Schöne Sache.
Ja, Holzlager. Werden wieder voll. Kann man nicht anders sagen. Werden wieder voll, gefällt mir. Die olle Rübe. Nee, halt. Rüben hatte ich ja hier drüben. Aus irgendeinem Grund war ich ja überzeugt und die hören dahin. Wie sieht das hier aus? Geht soweit? Geht soweit? Ich muss mal im Keller gucken. Das Ding müsste ja eigentlich voll geladen sein für Wasser. Und ja, jetzt ist die Überlegung natürlich Team. Ich habe jetzt Titan. Boah. Geh weg. Geh weg. Ich habe Titan und könnte doch jetzt. Wo gibt's denn das? Ladestation hier. Zwei weitere würde ich gerne noch haben. Also zwei Chips bräuchte ich. Chipsies. Schleim und Kupfer. Zack. Zack. Zack, 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 zack. So. Und Schrott und Kunststoff. So. So. Gut, gut, gut. Restliche Titan kommt hier rein. Das bringt uns gerade nichts. Ja. Aber jetzt habe ich noch zwei von denen. Jetzt geht das Aufladen auch schneller. Und das gefällt mir sehr. Wonderful. Riesen-Pipe-System, aber drei Stationen. Drei Stationen. Oh, ich müsste auch mal nachfüllen. Warte mal, komm mal her. Was ist los? Oh. Lass mal gut sein, Junge. Ich stehe hier. Und du siehst das. Du siehst, dass ich da stehe. Das ist mit Absicht gemacht, du Dancing Little Bird. Was ist das hier? Verfolgungsjagd zwischen den Bienenstöcken. Ist ja schlimm mit dir. Ja, da ist schon Arm abgerissen. Wie gesagt, die machen die Dinger eigentlich immer erstmal kaputt. Bevor die hier weiter rumeiern. So. Gut. Ladestation ist soweit. Das da rein. Halt. Was in den Müll reinwerfen. Weg, weg, weg. Alles weg hier, was keine Miete zahlt. Haben wir irgendeine Insel in der Nähe? Irgendwas in der Nähe, was... Ja, das war eine kleine. Eine kleine zählt nicht. Eine kleine finde ich keine Tiere. Findest auf einer kleinen Insel keine Tiere und du findest keine Freunde mit Salat. Ich höre es. Ich höre es. Ich suche den Schaden. Ich habe es gehört. Ich suche den Schaden. Da ist der Schaden. So. Honig ist schon wieder. Es ist enorm. Es ist enorm, wie viel Honig ich produziere. Und ich habe nie das Achievement für 10 Stöcke bekommen. So. Es ist einfach... Es ist schon schlimm, wie viel ich produziere. Ich meine, Honig ist ja auch eine gute Nahrungsquelle, ne? Das war doch so. Warte mal, wo ist der Honig? Wo ist der Ruhe? Ach nee, halt, den muss ich erstmal... muss ich erstmal Glas nehmen. Da muss ich hier erstmal Glas nehmen. Hier, ein Glas bleibt mal drinnen. Oh.
Geh weg. Mist. Ja, ich bin stuck. 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 So. Ja. Es ist einfach eine gute Quelle. Und das bisschen Glas, was ich dann noch brauche. Für jedes Mal. Lohnt. Honig lohnt. Der ist ein Allrounder. Füllt deine Balken auf. Ist gut fürs Fuel. Also der Honig, der macht's. Der Honig ist einfach Poppy. Kannst nicht anders sagen. So. Zähne von denen erstmal. Warum habe ich den wieder aufgemacht? Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den wieder aufgemacht habe, aber hey, was soll's. So, 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 so. So. Gut, alle befüllt. Gehen wir mal zu dir rüber. Komm, wir gehen mal zu dir rüber. Guck mal, was in deiner Kiste ist. Ich war lange nicht mehr hier bei Captain Strohkopf auf dem Floß. Naja. Naja, geht so. Geht so. Viele Fässer. Das sind viele Fässer, die da auf mich zukommen. Enormst viele Fässer. Meine Güte, wie viele Fässer kommen denn hier? Zack, erwischt. Meine Güte. Na, 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 na. So nicht, mein Freund. Komm mal schön zurück. Lass hier doch ein Fass vorbei gleiten. Kommt noch so weit. Zack. Zack. Das da sieht aus, wie es versucht, den feigen Weg zu nehmen. Aber das nehmen wir noch mit. So. Kann ich gleich mal meine Öfen da unten wieder mit Holz versorgen. Oh, hier ist ja wirklich gar nichts mehr drin. So. Aber sowas von gar nichts drin. Meine Güte. Ja. Ja. Hier ist immer noch nur Sand drin. Der letzte hier. Der Bummelletzte. Ekelhaft. Alle müssen auf dich warten. Alle müssen auf den einen Ofen in der Ecke warten. Ach, jetzt geht's. Kollektive Demütigung. Ich würde sagen, Kinder zeigt mit dem Finger auf ihn und lacht ihn aus. Alle müssen auf ihn warten. So. So. Up. Up. Ich höre das da draußen. Ich höre das ganz genau, Brucey. Ist nicht so, dass ich taub bin auf den Ohren. So, weg damit. So. Schwuppidiwupp. Bin eigentlich nur noch am Lager sortieren, habe ich das Gefühl. Also manchmal wirklich. So. Guck nochmal raus. Das ist nur so eine kleine Insel, die kennt man gar nicht. Was ich aber mal machen könnte, ich brauche einen neuen Helm. Ich habe gerade gesehen, ich brauche einen neuen Helm. Hier, Steine mal. Keine Ahnung, warum ich die übersehen habe. So.
rein geht das ja relativ zügig. Ja. Zack. Hopp. Hopp. Und hopp, drauf auf die rüber. Eine große Insel wäre jetzt auch mal wieder angesagt, ne? Hier die ganzen kleinen. Nicht so ungut, aber ich finde auf kleinen Inseln keine Tiere. Punkt. Dem ist so. Das ist eine Tatsache. Und so wie meine Holzlager sich hier auffüllen, ist der Plan, den ich einst hatte, dass ich das Unterdeck erst in der nächsten Staffel mache, damit ich da noch was zu tun habe, bald nichtig. Bei dem ganzen Holz will ich das Projekt eigentlich jetzt auch schon mal anfangen. Ich meine, das ist die letzte Fläche, die noch fehlt. Und das ist nicht so viel. Na, wenn man es mal so nimmt, das ist nicht so viel. Oben habe ich schon alles. Ganz oben habe ich alles. Das Fässchen macht hier nicht die Biege. Und dann hätte ich ja dieses ganze Renovierungsdingens abgeschlossen. Dann hätte ich schon diese Aufgabe geschafft, weil... Ach komm. Wir fangen jetzt einfach an. Wir fangen jetzt einfach an, da unten auszutauschen. So. Rüben, Hachi, da mal rein. So. Volle Kartoffel auch noch hier mit rein. Wir fangen jetzt einfach an. Punkt. Mal sehen, wie weit ich komme. Ach nee, halt. Für die hier unten, da brauchte man doch... Ja. War natürlich sehr schlau, dass ich jetzt nur Holz eingepackt habe. Ich brauchte natürlich auch Plastik, Kunststoff. Mitdenken, Freude schenken heißt das. Warte mal. Ich hau erstmal diese Blätterchen weg. Weg mit euch und dem Seil auch. Ist ja ekelhaft. Dann wird hier der Kunststoff ausgepackt und dann wird da unten ein bisschen geklöppelt. So. Gut. Hau mal drauf, oder? Hau mal drauf. So. 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 Mach erstmal hier alles zentral so ein bisschen schön. So. Oder Mittelstreifen. Mittelstreifen sieht schon nach was aus. So, mal nachfüllen hier oben. Zack, 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 zack und zack. Weiter geht's. Ah. Geht ein bisschen langsam voran, ich weiß. Ja, die Säulen könnte ich ja rein theoretisch auch dann noch verbessern. Aber auf die Säulen kommt es mir jetzt gerade gar nicht so an. Ja. Ja, so. So. Schön. Geht voran. Geht enormst voran. Ich muss immer mal rausgucken.
Ich habe die Befürchtung, dass ich eine... Das ist eine kleine Insel. Dass ich eine große Insel übersehe. Und das möchte ich auf keinsten. Wo wollen wir denn hin, Freundchen Fass? Aber sofort zurück. Aber sofort zurück. Überall schon was weggefressen, ey. Das geht zu schnell mit dem Bruce. Das geht zu schnell. Wirklich viel zu schnell. Der ballert ja durch. Das ist eine gnadenlose Holzfressmaschine. Nur diese veganen Haie. Ja, ich rede von dir, ne? Das hast du mitbekommen? Ich hoff's. So. Warte mal. Ich weiß, dass ich noch Hai-Suppe oder was es war, dass ich das noch habe. Das ist mir natürlich vollkommen bewusst. Aber ich brauche erstmal das hier auf, weil ich brauche es nicht wirklich. Ich habe erstmal wirklich sehr viel Biofuel. Und die Produktion, wenn die mal kurz stoppt, dann ist das nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. So, damit wäre das Holzlager dann so ein bisschen... Ups, das war meine Tastatur, die gerade laut geklackert hat. Wo war mein Gedankengang? Achso, dass mein Holzlager dann auch gebraucht ist, aber... Das ist nicht so schlimm. Weil wenn ich sehe, wie viel wir hier unten schon geschafft haben, zu renovieren, dann kann ich damit guten Herzens leben. Weil hier drüben ist jetzt schon alles fein, jetzt gibt es dann nur noch sozusagen das hier drüben und den kleinen Bereich. Na, also... Dieses Schiffchen, das wird schicki. Das wird 1A schicki. Schicki, schicki, Schillerlocke. Komm mal her. Jede Latte zählt. Ah, ich habe Latte gesagt. So. Ah, wieder das Seil und das Grünzeug weg. Das ist nervig hier. Das Zeug ist ein bisschen nervig. Geht soweit aber. Noch ein bisschen Kunststoff aus dem Lager holen. Aber ich glaube, das ist die letzte Fuhre, die ich hier raushole, weil dann ist einfach nicht mehr genügend Holz da, um noch was zu verändern. So. Zack, zack, zack. Hey, Brucey. Hi, was geht? Auch mal unter Tag unterwegs. Oder unter Deck, besser gesagt. Sind ja nicht im Bergwerk. Schön. Gut vorankommen. Sehr gut vorangekommen. 1A. Hier ist schon wieder Honig wie Sau. Hier ist schon wieder Honig wie Sau. Eigentlich hier rumgenagt. Ich habe gar nichts mehr gehört. Quack, 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 quack. Normalerweise, wenn ich sowas sage, kommt genau in dem Moment so ein Vieh. Wenn ich anprangere, dass ich gar nichts gehört habe. Die volle Rübe hier mit rein. Ja, die Steine, das sind auch inzwischen ganz schön viele. Ganz schön viel los hier. Jetzt mache ich das aber. Jetzt mache ich das aber mit dem, mit den Haisüppchen. So. Dass ich das einfach in Betäsch habe.
eine ganze Folge unterwegs und nicht eine große Insel. Oder ich bin an allen vorbei, immer genau in dem Moment, wenn ich unter Deck war, war sie da. Ich weiß es nicht, aber es fällt auf. Eine ganze Folge, keine große Insel. Ganze Zeit nach vorne geschippert, nichts gefunden. So. Ich höre das. Ich höre das. Jo, er hat den zweiten Arm gefressen. Er hat ihn den zweiten Arm abgerissen. Dieses Schwein. Oh. Ich glaube, daher kam die einzelne weiße Blüte, die ich im Inventar hatte, wo ich mich gerade noch gefragt habe innerlich. Meine Güte, seit wann findet man denn weiße Blüten? Aber ich habe sie versehentlich abgefarmt. Sowas findet man nicht im Meer. So. Ey, willst du mich veralbern? Komm. Dann tu noch gleich zwei neue rein, dann haben wir wenigstens ein bisschen was von den Weißen hier oben im Schrank. Kann ja nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du Elendlicher. Warum musstest du das jetzt abfarmen? Gut. Gut. So. Pflanzen wässern. Nicht rausrupfen, wässern bitte nur. So. Gut. Ja, leider keine große Insel, das ist ein bisschen schade. Da es gibt einen Strohkopf. Ganz schön neblig hier. Und auch bisher in diesen ganzen Folgen. Halt, da vorne ist irgendwas. Da vorne ist in der Ferne irgendeine Insel. Mal sehen, ob das eine kleine ist. Ich sehe dort eine Palme, wo gerade mein Kreis ist. Ihr seht es vielleicht noch nicht. Ich sehe da schon eine Palme. Wäre nice, wenn es was Großes wäre. Aber eigentlich müsste sich dann hier hinten noch was ergeben. Komm, machen wir schnell den Motor an, dass wir da schneller hin sind. Ja, baller mal durch. Aber nee, das ist was Kleines. Jo, das ist diese gespaltene Insel. Ah. Gehen wir da vor Anker? Wir gehen da mal vor Anker. Beende ich die Folge eben hier bei der kleinen Insel. Kann ich dann noch ein paar Schätze vielleicht aus dem Boden rauskratzen. So. Näher ran, näher ran, näher ran, ran, ran. So. Gut. Also, einiges geschafft. Einiges geschafft. Ja, das mit den Säulen. Das ist dann das nächste Thema. Alle Säulen modern machen oder welche wegschlagen? Das ist die Frage aller Fragen. Aber mit dieser Frage werde ich mich nicht in dieser Folge beschäftigen. Das machen wir in einer anderen Folge. So, ich bin natürlich direkt drauf geknallt, ne? Weil ich so viel gelabert habe. Gut, an dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen. Wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!